Liebe AIDA-Freunde, herzlich willkommen zu eurem Magazin. Heute stelle ich euch einen niegelnagelneuen Kinofilm vor und wir werden Wale sehen in der Disco-Bucht. Viel Spaß! Ich persönlich freue mich immer riesig, wenn es uns gelingt, einen Film erst an Bord zu zeigen, bevor er ins Kino kommt. Und jetzt war es wieder soweit. Weltmeerpremiere mit dem Film Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Ich habe ungefähr 10 Anläufe gebraucht, um das richtig zu sagen. Aber, und das ist viel wichtiger, es ist ein fantastischer Film mit Elmar Wepper in der Hauptrolle. Großartig, emotional und ach, guckt selbst. Ahoi. Ja, ich wäre jetzt wahnsinnig gern bei euch auf der AIDA. Zur Weltmeerpremiere meines neuen Films. Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Das Grüne ist der falsche Farbton, das passt einfach nicht. Grüner wird's nicht. Stadtwerke haben gemahnt, das Finanzamt schon zweimal. Als nächstes kommt die Pfändung. Der pfändet dein Flugzeug. Wir wissen, was unternehmen, Josh. Scheiß, geschissen. Herr Kempter, Sie machen doch alles nur noch schlimmer. Schön, du Depper da! Weg mit dem Trick! Was macht denn der schon wieder? Der spinnt doch! Oh, Scheiße! Na, nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser! Komm, komm, komm! Wir haben es ja gesehen, ein grantelnder Gärtner, der sich eingemauert hat über die Jahre. Der ist jetzt 70 und hat nie Zugang zu seinen Emotionen gefunden. Die Ehe ist hinüber, mit seiner Tochter kann er nichts anfangen, die will auf die Kunstakademie. Und der steht letztlich vor einem gescheiterten Leben. Auf dieser Reise lernt er, wieder einen Zugang zu sich zu finden. Also es geht letztlich um Träume leben, es geht um aus dem Leben ausbrechen, es geht dem Leben eine Wendung geben. Und das sind natürlich alle Sachen, die für uns alle, glaube ich, gut funktionieren, egal in welchem Alter wir sind. Und deshalb hat dieser Film so eine schöne emotionale Wirkung. Also es ist ein absoluter Feel-Good-Film. Dass die Zuschauer nach dem Film glücklicher sind, als sie vorher waren. Ja. Das werden wir sehen, ob das Ihnen auch so... Was wollen wir testen heute? Hier ist übrigens Philomena. Schorsch. Ist doch kein Name. Ist ein Geräusch. Mach dir keine Sorgen. Vielleicht ist es sogar besser so. Was? Bist du Rene glücklich, mein Papa? Zum Nordkap heute. Nimm mich mit. Bitte. Meine Enkelin sagt, sie seien eine total coole Sau. Am Anfang denkt man, ja, ist ja super, wir nehmen so einen Doppeldecker, weil das sieht schön aus und sehr filmisch und so weiter. Und dann merkt man, was das alles für Probleme mit sich bringt. Die sind zwar wunderschön, aber die sind sehr leicht, die fliegen nicht so schnell, nur 80 Stundenkilometer. Und damit beginnen die Probleme, denn eigentlich würde man sagen, okay, man benutzt Drohnen für diese Flugaufnahmen, geht nicht, weil Drohnen nicht so schnell fliegen. Dann denkt man über einen Hubschrauber für diese Aufnahmen, geht nicht, weil die Hubschrauber zu viel Wind verwirbeln und damit den Flieger, der irgendwie sehr leicht ist, umkippen lassen würden. Das wäre dann auch nicht schön. Geht also nicht. Sprich, die einzige Chance ist, mit anderen Flugzeugen daneben zu fliegen und diese Aufnahmen hinzubekommen. Wir hatten das ja auch schon mal im vergangenen Jahr mit einem Film von euch beiden auch sozusagen zusammen initiiert. Werden wir das so ein bisschen weiter hier an Bord bekommen? Das ist so ein bisschen das, was mir sehr am Herzen liegt. Wir produzieren in Deutschland großartige, wunderbare, hochemotionale, ganz, ganz, ganz tolle Filme, die Sie alle niemals sehen. Weil es gibt große Filme, die, ob das Disney ist, ob das jetzt Mission Impossible zum Beispiel ist oder der Mamma Mia Film oder so, die überdecken alles. Und man kriegt nicht mit, was für tolle Filme in Deutschland gedreht wird. Wir haben unglaublich tolle Schauspieler. Wir haben großartige Regisseure. Hier, der Regisseur von dem Film ist Oscar-Preisträger zum Beispiel, Florian Gallenberger. Auch einer, der mit uns gemeinsam sozusagen angefangen hat. Es ist mein persönliches Anliegen und mein großer Wunsch, dass wir immer wieder Filme zeigen, die in Deutschland gedreht werden mit richtig großen Budgets, mit tollen Schauspielern und die Sie sonst nicht sehen würden. Und das würde mich total freuen, das ist beim letzten Mal, bei unserer letzten Zusammenarbeit, haben wir das auch schon erlebt, dass wenn Ihnen der Film gefällt, tun Sie mir einen Gefallen, erzählen Sie es weiter und sagen Sie anderen Leuten, sollen ins Kino gehen, sollen sich den Film angucken. Das lohnt sich und es ist für unsere Industrie, für die Filmindustrie und für die Kunst in Deutschland einfach wirklich wichtig. Dankeschön. Das finde ich sehr, sehr große und gute Worte vor allen Dingen. Was ist das? Josh. Josh. Das ist Timo. Also, was der mir alles schon für Schnickschnack installiert hat. So, ja, eine Kamera im Kühlschrank. Kann ich auf dem Handy sehen. Ja, ich hab ja kein Handy.
Nee, wir sind wirklich keine. Da hatten unsere Gäste auf Aida Cara im hohen Norden viel, viel mehr Glück. Sie haben Wale gesehen und ganz, ganz viele davon. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen fantastischen Bildern. Bitteschön. Aida Cara in der Disco-Bucht und wir haben Wale gesehen! Wale! Ja, Wale gesehen! Ja. Beim Fressen und beim Winken und beim Schwimmen. Hier, ja, beim Schwanzflossen zeigen. Juhu! Juhu! Ein Traum wird wahr! Vor der Verlockung der Woche habe ich für euch noch eine Einladung zu einer wunderbaren Reise, einer richtigen Supercruise. Guckt mal, wer euch einlädt. Hi! Einen schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Jekaterina Leonova und das ist Gil Ofering. Wir freuen uns tierisch auf euch im November auf der Aida Perla. Und zwar, wir werden unsere Tänze vorführen. Jekaterina, was machst du? Ich gebe noch die Workshops. Workshops, Freunde, es lohnt sich zu buchen. Kommt vorbei, ich mache ein bisschen Musik. Wir tanzen gemeinsam, ihr tanzt mit ihr und was noch? Tanzen für alle. Für Anfänger, für Fortgeschrittene und einfach für die Augen. Darf ich mitmachen? Vor jedem Haus in Thailand steht so ein kleines Häuschen, was die Geister sammeln soll. Da werden Räucherstäbchen reingelegt, kleine Opfergaben. Und dann treffen sich die Geister da und gehen nicht in das Haus. Und wenn Sie das nicht glauben, dann fahren Sie doch nach Thailand, zum Beispiel mit uns, auf eine wunderbare Reise. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Bangkok und fahren als erstes nach Koh Samui mit seinen Traumstränden. Nun besuchen wir Singapur. Weiter geht es nach Penang und Kuala Lumpur in Malaysia. Noch ein Halt in Ho Chi Minh Stadt und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Bangkok. Extra für euch haben meine Kollegen wie immer für das Ende der Sendung die schönsten Bilder von unseren Schiffen zusammengefasst und mit großartiger Musik unterlegt. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Tschüss. Come on, come on, come on, come on and take care, take another look.